Moin, hier ist die Olegeno Oldenburger Energiegenossenschaft. Wir haben hohen Besuch. Moin. Dennis Rohde hat hier Berliner Glamour in unsere Räume gebracht, genau. Du bist auf Tour. Ich habe dich Alles gut. geduzt. Gott. Du bist auf Tour durch deinen Wahlkreis und wolltest uns kennenlernen. Was ist der Hintergrund? Ich mache gerade so eine kleine Nachhaltigkeitstour, also gucke mal, was gibt es eigentlich bei mir in der Region an Nachhaltigkeitsprojekten, wo können wir auch als Politik zum einen daraus lernen, aber wie kann man auch Ideen ausrollen, die clevere Oldenburger, clevere Ammerländer haben, um mehr Regionalität, um mehr Nachhaltigkeit auch in die Politik und in die Region zu bringen. Cool. Ist eine gute Zeit, um das zu tun. Denn wir haben neulich zusammen mit der For Future Bewegung hier irgendwie eine der größten Mobilisierungen der letzten Jahre gehabt. Und auch wir verstehen uns auch als Klimaschutzgenossenschaft und investieren deswegen irgendwie unsere Zeit und Liebe und Hingabe im Energiesektor. Und ja. Das Klimapaket der Bundesregierung, das ist sowohl bei Experten als auch bei weiten Teilen der For Future Bewegung auf nicht viel positive Resonanz gestoßen. Und auch wir sind echt enttäuscht, weil wir uns wesentlich klarere Signale, zum Beispiel für den Ausbau der Erneuerbaren im städtischen Gebiet, erhofft haben und so. Wie erklären wir das unseren Mitgliedern, dass sie es sich lohnt, weiter zu engagieren? Denn viele sind echt enttäuscht davon. Wir haben jetzt erstmal Vorschläge der Bundesregierung, das, was sie sich vorstellt. Ich bin erstmal überzeugter Parlamentarier und finde, das, was die Bundesregierung macht, gucken wir uns an und arbeiten dann daran weiter. Ich kann verstehen, dass viele sagen, das geht uns noch nicht weit genug. Verstehe aber auch einige, die sagen, es geht ihnen zu weit, weil mir ist eins in dieser ganzen Klimadebatte total wichtig, dass wir am Ende nicht eine Klimadebatte führen, die diejenigen bezahlen müssen, die das kleinste Einkommen haben. Also mal ein Beispiel, wenn ich eine Debatte über einen CO2-Preis führe und sie losgelöst von allen führe und CO2 teurer mache, Benzin teurer mache, Fliegen teurer mache, dann ist das demjenigen mit einem großen Einkommen für seine Mobilität, für sein Leben erstmal relativ egal. Es trifft aber denjenigen mit einem kleinen Einkommen. Deshalb finde ich, müssen wir die Klimadebatte, die jetzt mit diesem Paket der Bundesregierung ja auch politisch angestoßen wurde, diese Klimadebatte auch mit einer Kapitalismusdebatte verbinden. Also ich will am Ende nicht meine Hand im Bundestag für Vorschläge heben, die nur kleine Einkommen belasten. Also es muss einen Ausgleichsmechanismus geben. Das fehlt mir zum Beispiel im Klima, in den Ergebnissen des Klimakabinettes komplett. Deshalb hat man auch die Werte so niedrig angesetzt. Also ich könnte mir am Ende eine Verteuerung vorstellen, aber nur wenn wir das kompensieren bei Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen. Denn ich will am Ende, dass derjenige, der im Jahr 5, 6, 7, 8 Mal in die Staaten fliegt und wirklich einen total bescheidenen CO2-Fußabdruck hat, dass derjenige die Zeche zahlt und nicht derjenige, der vielleicht 3 Jahre mit seiner Familie spart, um mal in den Urlaub zu fliegen. Das müssen wir zusammenbringen. Und da sehe ich auch noch durchaus Nachsteuerungsbedarf bei dem, was an Vorschlägen auf dem Tisch liegt. Ja. Mag ich nochmal nachhaken, denn das ist ja tatsächlich irgendwie so, das Erneuerbare Energiengesetz wird jetzt 19 Jahre. Ja. Ich habe gerade nochmal geguckt, der Film von Al Gore hier, Eine unbequeme Wahrheit, ist irgendwie auch schon 13, 14, 15 Jahre auf dem Markt. Und ich fühle mich manchmal ein bisschen, als würden wir manche Debatten, dass wir die in den 90ern schon mal geführt haben, und eine der Antworten darauf war eben das EEG. Das ist ja auch auch eine der Krönungsmomente sicherlich auch der Bürgerenergiebewegung ist, und vieler Genossenschaften. Und Von Sozialdemokraten und Grünen auf dem Weg gebracht, also ja, waren wir auf auch nicht jeden Fall. unbeteiligt, gell? Genau. Und da kommt, glaube ich, auch ein bisschen her diese Unzufriedenheit her. Also, dass man so sagt, wie, wir haben diese Debatten doch schon geführt und wir hatten das auch schon, wir haben schon eine Weile zusammen geredet hier. Auch das EEG, das ist ja schon jetzt, finde ich, ein sozial ungerechtes Konstrukt. Ja, dass quasi Mieter finanzieren, energieintensive Industrie, wenn man das auf den Punkt zuspitzen möchte. Ne? Das heißt, wir müssen doch auch nicht nur neu gestalten, sondern wir müssen auch ganz krass auch Sachen hinterfragen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Beteiligung von Mietern ist ja das eine Megathema, sag ich mal, wo wir nachbessern müssen. Wir haben ja einen Startschuss gegeben, haben das ja Politik auch erkannt, dass man Mieterstromgesetz auf den Weg bringen muss, dass man Mieter auch an Stromversorgung beteiligen muss. Das funktioniert jetzt nicht so, wie es mal gedacht war. Da muss definitiv nachgesteuert werden. Aber ich will auch nochmal bei der EEG-Umlage bleiben. Ich
finde, man muss immer gucken, wenn man jetzt jede Befreiung der EEG-Umlage für einen bedeutet ja, jemand anders zahlt es. Ich persönlich bin ein Riesengegner für die EEG-Umlagebefreiung für stromintensive Unternehmen. Ich finde, wenn einem gewisse Branchen wichtig sind, muss man das über Subventionen machen, aber nicht indem ich die rausnehme und andere dann den Ausbau bezahlen lasse. Und das geht natürlich weiter, wenn ich jetzt sage, ich nehme denjenigen raus, der sich eine tolle Anlage aufs Dach setzen kann für den Eigenverbrauch. Dann bestrafe ich am Ende denjenigen, der entweder nicht die Möglichkeiten hat, weil nicht die räumlichen Möglichkeiten oder der einfach das Geld dafür nicht hat. Ich finde, man muss dieses ganze EEG-Umlagesystem hinterfragen und gucken, muss man, kann man das nicht in ein anderes System umwandeln, was so gerecht ist wie das Atom, die Atomumlage. Ich meine, die ganzen Kosten, die mit Atom neben der reinen Produktionskosten einhergehen, zahlt die Gesamtgesellschaft über die Steuern. Wenn wir das alles mit in den Strompreis eingepreist hätten, hätte sich ja keiner mehr den Strom leisten können, weil Atom ja ein Vielfaches teurer ist. Bei EEG ist es wenig, aber es ist so transparent, dass wir immer ganz viel darüber diskutieren und es im Zweifel bei einigen wenigen hängen bleibt. Auch da würde ich mir einen sozialeren Ansatz wünschen. Ich wollte jetzt nicht sozialistisch sagen. Ja. Wir haben dir auch unser Mieterstromprojekt in der Ja. Kreienstraße vorgestellt, kurz. Und auch eine unserer Motivationen ist ja tatsächlich auch quasi Mieter mit reinzunehmen in die Ja. Energiewende. Und Altmaier hat es ja, meine persönliche Untertreibung des Jahres, irgendwie ist das Mieterstromgesetz ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wir haben also eins dieser Einhornprojekte umgesetzt, wie wir es nennen. Und da muss umgesteuert werden. Was ist da in der Pipeline? Ist da was in der Pipeline? Ich hoffe doch. Das Ministerium sagt, bis zum Ende des Jahres gibt es einen Reformvorschlag. Aber wir haben ja gerade auch vereinbart, ich komme nochmal mit unserem Fachpolitiker Ja, wieder, weil wir super. als Fraktion gesagt haben, wenn es aus dem Ministerium nicht kommt, dann müssen es halt die Fraktionen an sich machen. Und dann kommt es aus dem Parlament heraus. Deshalb ist, glaube ich, auch für Politik immer ganz wichtig, auch das dann im Austausch zu machen. Ihr habt es jetzt einmal durch, ihr wisst, welche Probleme es gibt, ihr habt die Hürden, die Stufen und die Schranken erlebt. Und das muss ja jetzt irgendwie auch in so einem Gesetz dann wieder gespiegelt werden. Und das Gesetz bleibt natürlich meilenweit hinter der Erwartung zurück. Aber auch da muss man ja immer die Frage stellen, die auch diese Koalition belastet, wollen eigentlich alle den Ausbau? Also es geht beim Mieterstrom, das gilt aber zum Beispiel auch bei Windkraft. Wir haben beim Klimakabinett bei den Ergebnissen mit Leuten am Tisch gesessen, die entschiedene Windkraftgegner sind. Und mit denen dann den Windkraftausbau zu diskutieren, ist natürlich durchaus schwierig. Deshalb jetzt auch diese 1000-Meter-Regelung, die wir dann wieder als Land oder als Kommune abändern können. Will sagen, ich hoffe, dass alle den Willen haben, es zu ändern und notfalls müssen wir treiben. Ich finde aber, da sollten wir auf jeden Fall im Austausch bleiben. Bist ja nur als Bundespolitiker, aber immer für deinen Wahlkreis hier zuständig und musst sicherlich auch Sachen vermitteln. Windkraft hast du gerade angesprochen. Wir haben das ja, und deswegen ist tatsächlich auch die Bürgerenergiebewegung auch nicht so mega gut zu sprechen auf die letzten Bundesregierungen, haben viele, viele 10.000 Jobs in der Ja. Photovoltaikbranche sterben sehen. Ja. Windkraft sieht es auch gerade ziemlich schlecht aus, auch hier in der Region, und es trifft auch Leute in unserer Genossenschaft und Ja. die wir kennen. Und gleichzeitig haben wir mit einem gigantischen Milliardenaufwand an Euro begleiten können, wie man sich um irgendwie 22.000 Jobs in der Kohleindustrie da gestreckt hat und noch auch viel von der SPD auch quasi auch als Thema auch Ja. lanciert worden, verständlich mit den Landesverbänden, aber wie erklärst du diese milliardenschwere Begleitung Leuten, die hier in der Region ihren Job in der Windkraft irgendwie gefährdet sehen? Erstmal habe ich den Wunsch, dass wir nicht die einen gegen die anderen ausspielen. Also Ja, ich bitte, weil. finde, jeder Arbeitsplatz hängt immer eine Familie dran. Und Transformation müssen wir Und die begleiten, da bin ich Kohle. auch völlig dabei, Genau, und immer, ja. deshalb glaube ich, sollten wir das auch ernst nehmen, wenn da 22.000 Leute im Pott irgendwo Sorge um ihren Arbeitsplatz haben. Gleichwohl das dann auch für die Windenergie gilt. Und ich glaube, wir als Niedersachsen SPD waren in der Frage immer klar, dass wir gesagt haben, Windkraft bietet enorme Chancen und wir haben eigentlich enorme Ausbaumöglichkeiten. Aber ich will da mal beschreiben, was konkret vor Ort passiert. Ich bin ja nicht nur im Bundestag, ich sitze auch noch in einem Gemeinderat, sitze in einem Kreistag. Ich bin in Wiefelstede im Gemeinderat und wir haben Windkraftpotenzialflächen. Wir haben drei Studien gemacht, wo wir immer wieder Gebiete ausgewiesen bekommen haben, da kannst du was machen. Und immer wieder haben wir eine Diskussion an, lasst uns doch dort einen Windpark machen, auch gerne einen Bürgerwindpark. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle, die man machen kann. Und immer wieder hat die Mehrheit mit den Stimmen der CDU gesagt, Windkraft ist wichtig.
Aber wir sind so dünn, wir sind so dicht besiedelt, obwohl die Potenzialstudie Flächen ausgewiesen hat, das können wir den Bürgerinnen und Bürgern nicht zumuten. Und das ist ja das Problem. Es gibt dieses St. Florians-Prinzip, bitte machen, aber nicht bei mir. Und das erleben wir halt auch in Berlin. Es gibt Windkraftgegner. Und gegen die kämpfen wir jedes Mal an. Jetzt gehöre ich zu denen, die 2017 gesagt haben, lasst uns lieber nicht in diese große Koalition gehen. Habe gesagt, lasst uns mit wechselnden Mehrheiten arbeiten. Und dann suchen wir uns für jedes Thema eine Mehrheit, die es gibt oder die es nicht gibt. Ehrlicherweise, wir haben ja im Deutschen Bundestag keine linke Mehrheit momentan. Wir haben eine sehr konservative Mehrheit, nämlich wenn man so ein bisschen das politische Spektrum auseinanderfachelt, haben wir SPD, Grüne, Linke auf der einen und CDU, FDP, AfD, wenn ich jetzt ins Konservative denke, auf der anderen Seite, die AfD ja ganz weitgehend als Klimaleugner, da hätte man nichts durchbekommen. Und das ist die Debatte, die wir einfach innerparteilich aushalten müssen. Ist das, was wir machen, was nicht ausreichend ist im Augen vieler, aber was ist, besser als am Ende gar nichts zu machen? Ich würde mir wünschen, dass wir im nächsten Bundestag zu anderen Mehrheiten kommen. Das gilt übrigens nicht nur für die SPD, das Dilemma, sondern alle Grünen, die an Landesregierungen beteiligt sind mit der CDU, können dasselbe berichten. Es gibt keine schwarz-grüne Bundesratsinitiative zum Ausbau von Windenergie, weil das am selben Koalitionspartner scheitert. Wenn wir uns da gemeinsam ehrlich machen und nicht den Gegner im eigenen Lager suchen, also ich bin weit davon ab, die Grünen an der Frage als Gegner zu bezichtigen. Und wenn Sie es an der Stelle ähnlich sehen und wir gemeinsam das voranstellen, was wir gerne umsetzen würden, und dann auch für Mehrheiten in diesem Land streiten, könnte man, glaube ich, einiges auf den Weg bringen. Aber es gibt nach wie vor Klimaleugner, es gibt nach wie vor Leute, die sagen, ja, Klimawandel gibt es, wir müssen was dagegen tun, aber bitte nicht bei uns. Ja. Und die kulturelle Debatte, warum die Bewahrung der Schöpfung ein linkes Thema ist, verschieben wir an der Stelle einfach mal. Ich sage ja nur, was das mit Realpolitik Ja, zu tun hat. genau. Wir haben auch über Sigis Sonnensteuer schon gesprochen. Also die EEG-Abgabe auf Eigenverbrauch ist tatsächlich für das Scheitern vieler unserer Projektideen verantwortlich. Sind diese Klagen ja scheinbar auch bis Brüssel gedrungen und sowas. Und das EU-Parlament hat letzten Dezember ja quasi eine Neufassung gucke ich in meine Notizen, der EE-Richtlinie beschlossen, die halt zwar mit Einschränkungen mal wieder, aber da quasi eine Abgabenbefreiung vorsieht. Gerne, wann kommt das? Und kommt das so oder wird sich Deutschland auf die Einschränkung stürzen? Ich glaube, wir waren uns ja nachher in der Diskussion auch ziemlich einig, dass am Ende die Energiekosten nicht bei den wenigen hängen bleiben dürfen, die sich es nicht leisten können. Und das war ja mal der Grund, warum Sigmar Gabriel das ins Gesetz geschrieben hat. Jetzt müssen wir ein anderes Instrument finden, das worüber wir ja gerade hier schon diskutiert haben, und dann diese Richtlinie umsetzen oder nicht umsetzen. Das Ministerium, was zuständig ist, Herr Altmaier, sagt, wir sind nicht Umsetzungsbeauftragte, also wir müssen nicht umsetzen. Er sieht uns da nicht in der Pflicht. Wir haben da als Fraktion eine andere Auffassung. Und eines der ganz wenigen Themen, wo wir momentan mit der Union im Dissens sind und die wir dann im Koalitionsausschuss beraten werden. Und mein Mitarbeiter sagt jetzt, Ironie funktioniert nicht, also eines der vielen Themen, wo wir im Dissens sind und die wir leider mitnehmen müssen. Dann ziehe ich auch noch die Ironiekarte, dann hängen wir wenigstens beide drin. Genau. Da ist Herr Altmaier ja nicht hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Genau. Ich ende immer gerne mit so einer runden, unverbindlichen Frage, wo dir Klimaschutz Spaß macht. Du musst viel rumtouren, du fährst viel. Deswegen auf jeden Fall, deine Verkehrsemissionen sind sicherlich nicht ganz unerklecklich, aber hast du diese ganzen Debatten, die ja einfach immer wieder jetzt gerade in den letzten Monaten wieder ein bisschen höher gekommen sind. Man denkt ja auch über seinen eigenen Ja, klar. CO2-Fußabdruck Klar. nach. Hast du irgendwas entdeckt, wo dir das tatsächlich auch einfach Spaß gemacht hat, was umzustellen, eine Gewohnheit umzustellen, oder war da was dabei? Es sind Kleinigkeiten, aber also ich fahre zum Beispiel immer mit der Bahn nach Berlin. Von daher, es gibt Kollegen, die fliegen, gibt auch abenteuerliche Flugkonstruktionen, wie man auch nach Berlin von hier kommen könnte. Ich fahre immer mit der Bahn. Das ist auch am entspanntesten. Ich will sehen, dass sich meine Mobilität im Wahlkreis, ich fahre 25.000 Kilometer, was in so einem Flächen, ich habe ja nicht nur die Stadt Lommer, aber den Landkreis Ammerland und pendel dann meistens immer hin und her, das auf Elektro umzustellen. Dann müssen wir mal gucken, ob mit Oldenburger Strom, haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen. Das ist sicherlich was. Und ja,
Tatsächlich hat sich unsere Ernährung zu Hause umgestellt. Also wir sind weg vom Fleischkonsum zu Hause. Also ich esse wohl gerne nochmal unterwegs, aber zu Hause gibt es das nicht mehr. Was auch mit den Erfahrungen zu tun hat, die wir hier im Oldenburger Schlachthof machen mussten. War so. Und das ist ja auch etwas, was letztlich zum eigenen CO2-Fußabdruck dazu gehört. Aber ich glaube, das meiste ist bei mir Mobilität. Und da setze ich auf die Bahn für die Langstrecke. Das auch sehr, also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal nicht mit der Bahn nach Berlin gefahren bin. Und hier im Wahlkreis will ich das Experiment Elektroantrieb ausprobieren. Ich bin sehr gespannt. War immer sehr skeptisch, ob ich mit den Reichweiten hinkomme. Aber ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren. Und wenn man sich da mal ehrlich mit auseinandersetzt, wie viel fahre ich eigentlich am Tag? Und dann gibt es ja auch Ladestationen an den Terminen, die du hast. Ich werde versuchen und auf Social Media berichten. Okay. Ja, super. Und danke, dass du uns kennenlernen wolltest. Es war cool, dass du da warst. Vielen Und Dank. über das Thema Mieterstrom sprechen wir noch. Auf jeden Fall. Auf jeden Jo. Fall. Super. Dann tschüss.